Heute ist der 22. Juli. Wir haben uns heute für 140 Kuna eine Fahrkarte gekauft gehabt. Da gibt es ein Schiff, das geht raus auf die Insel. Das ist die Insel vor Dubrovnik. Ich bin jetzt gerade oben auf der Insel, auf der Burg. Mitten auf der Insel ist jetzt noch eine Festung. Und ich stehe hier gerade vor der Toilette. Das ist sozusagen eine antike Toilette, wann immer die Burg gebaut wurde. Und die haben eine Wasserrinne an der Seite, wahrscheinlich für die Spülung. Und dann sind sie nebeneinander wahrscheinlich. Thank you.
Da gibt es dann ein paar Strände, da gibt es eine nette Höhle hier hinter mir, wo man schön reinschwimmen kann. Die Höhle liegt hinterm Nacktstrand. Ja, FKK sind wir hinten rumgelaufen über die Felsen und dann kommt man hierher in diese Bucht. Und da ist dann diese schöne Höhle, wo man reinschwimmen kann, die hört dann hinter auf, wo man dann auch raus kann aus dem Wasser. Und etwas weiter daneben, auf der anderen Seite, ist eine kleine Bucht, die ist auch ganz nett. Man kann hier recht gut schwimmen. Da sind auch ein paar Leute von oben runtergesprungen hinter mir, über dem Ganzen. Und das Ding ist sicher zum Runterspringen. Ich denke mal, das Wasser ist hier ca. 15 bis 20 Meter tief.